Ich mache jetzt einfach mal einen Schritt schneller. Es ist noch früh. Die meisten liegen noch in ihren Betten, in ihren Wohnwagen oder in ihrem Camper. Ich bin bereits auf dem Weg. Ich bin bereits auf dem auf 2160 Meter hoch gelegenen Kolrosser. Die Route führt mich als Kombination von Bergtour und Klettersteig über die Via Ferrata Etero Bovero. Da oben zwischen den Bäumen kann man jetzt den Gipfel des Kolrosa, des 2166 Meter hohen Kolrosa sehen. Servus, grüßt euch und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Superziegern. Ich bin Roland und heute begrüße ich euch aus der Nähe von Cortina am Penzo in Südtirol. Ja, begleitet mich auf die Klettersteig- und Bergtour auf den eher weniger oder seltener begangenen Gipfel des Costa Rossa mit 2166 Metern. Zunächst geht es durch den Bergwald auf den schmalen Pfad, stetig bergauf. Bevor es nun in die Wand geht und zu den ersten Kletterstellen, mache ich eine kurze Pause und esse noch eine Kleinigkeit. Dann geht es auch schon los. Together we are go feel that soul. Run the dance floor, make the world go round again. Oh yet it's Friday, or just a free day. Oh make the world go round, round, round again. Oh yet it's Friday, or just a free day. Oh make the world go round, round, round again. Oh yet it's Friday, or just a free day. Oh make the world go round, round, round. Ja, jetzt sind wir hier am Einstieg. Hier beginnt die Drahtseilversicherung. So eingehängt habe ich mich. Und los geht's. Auch hier immer wieder einfache Kraxelei dabei. Thank you.
Ich befinde mich jetzt hier beim Abstieg bereits, wenige Meter hinterm Gipfel. Vielleicht sieht man da oben noch das Gipfelkreuz. Ja, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Über einen Daumen in nördlicher Richtung würde ich mich freuen. Und wenn ihr Bock habt, lasst mir noch einen Kommentar da. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, ciao und Servus. Runde aus dem Pott. Ja, nochmal ein kleines Zwischenstatement, wenn man das so sagen darf. Also ich bin heute Morgen losgegangen um 6 Uhr in der Früh, kurz nach 6 glaube ich war es, 5 nach. Und seitdem habe ich auch keine Menschenseele mehr gesehen. Also es ist wirklich ein wenig begangener Steig.
Kann ich auch wirklich nur empfehlen. Also ich muss auch sagen, ich bin auch immer wieder fasziniert darüber, dass wenn man noch ein paar Wochen oder auch Monate keine Videos gemacht hat, man dann erstmal wieder so ein bisschen reinkommen muss. Erstmal wieder so in den Videomodus, in den Flow. Geht es euch genauso? Also bei mir ist es so, mittlerweile, jetzt bin ich so ein bisschen warm geworden, jetzt komme ich auch so ein bisschen ins Plaudern. Aber ich brauche da immer schon mal was, weil meine Videos sind ja eher unregelmäßig, meistens auch nur in den Sommermonaten. Ja, da merkt man schon, dass man da erstmal wieder so ein bisschen reinkommen muss. Hier ist nochmal Trittsicherheit gefragt. Viele, wenn nicht die meisten Unfälle, passieren im Abstieg. Ist ja im Allgemeinen bekannt. So, ich mache jetzt einfach mal einen Schritt schneller. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen heute hier auf die Klettersteig, auf die Bergtour, auf den Rosso, wie heißt der nochmal? Mann, schon wieder vergessen, die Scheiße, ey.